Heute ist Montag, unser Vlog-Montag. Ich habe mir überlegt, ich vlogge jetzt immer montags, weil ja, in der Woche passiert ja jetzt nicht unbedingt viel. Es ist eigentlich immer derselbe Ablauf. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ja, die Vlogs montags zu machen. Außer es kommt irgendwie ein Tag in der Woche mal vor, dass es irgendwas Besonderes gibt, was man filmen könnte. Und ja, oder es gibt irgendeinen besonderen Tag, der ja, vlogtastisch ist. Dann könnte ich das auch noch mit einbringen. Ansonsten die Vlogs immer montags, die kommen dann online so gegen, ja, 20 Uhr abends, weil dann liegen die Kinder im Bett und dann habe ich Zeit zum Schneiden. Oder wenn es wirklich gar nicht klappt, dann kommen sie dienstags vormittags online. Das weiß ich noch nicht, das muss ich mir noch überlegen. Ja, Kinder sind im Kindergarten, soweit geht es uns gut. Ja, die Beerdigung von meiner Oma haben sie mehr oder weniger gut weggesteckt. Sie waren jetzt nicht dabei, aber bei dem ein oder anderen Kind kommt es jetzt halt raus. Ja, es wird jetzt halt traurige Gewissheit, dass die Oma leider nicht mehr zurückkommt. Die Große hat es ja nicht so gut verkraftet, die hat sehr viel geweint. Ich fand das aber auch gut, weil dann kommt einfach alles raus. Es ist wichtig, dass die ganze Trauer halt, ja, dass man das rauslässt. Ich kann das persönlich nicht so, aber naja, da ist jeder Mensch anders. Und bei meinem kleinen Amon, bei dem kam es heute Morgen nach dem Aufstehen, war er sehr traurig und hat jetzt auch im Kindergarten noch sehr viel davon erzählt, dass die Oma gestorben ist, dass die Oma eingeschlafen ist, also die Oma eingeschlafen ist. Und ja, wir warten mal ab, wie die Kindergärtnerinnen ihn so auffangen, weil momentan bin ich mit dem Kindergarten nicht so zufrieden. Bei dem Großen geht's in der Gruppe, aber ja, bei dem Amon, weil er ja auch in einer speziellen Integrationsgruppe untergebracht ist, gab es am Freitag ja, so ein paar Diskussionen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause und dann sehen wir weiter. Bis dann! Was machst du da? Hallo. Ja. Kuckuck. 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 Hallo. 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 So, ich fahre jetzt die Kinder abholen und ja, dann melde ich mich nochmal. Wir haben jetzt 16.30 Uhr. Irgendwie gab es heute nicht so viel zum Vloggen. Ja, ich bin jetzt hier auch im Auto unterwegs und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann später nochmal. Bis dann. Kuckuck. Hallo. Hallo, Kamera. Ich war gerade am Baden. Und jetzt nicht mehr. Sag hallo. Hallo. Was macht ihr da? Hallo. Warum quengelst du jetzt? Nur am Quengeln heute. Ja, hier passiert anscheinend nicht mehr viel. Oder? Ja. Wir machen jetzt endlich Abendessen, dann geht die Mutter ins Bett. Und ich sehe total verstrubbelt aus. Was ist denn?
Schönen Abend. Man sieht dich gar nicht, Amon. Komm mal her. Sag Hallo. Hallo. Einen schönen Abend. Du auch? Du auch sagen? Schönen Abend. Ach, was hast du denn da im Mund? Und du auch? Nein. Du auch? Hallo. Pizza? Ja. Jetzt gibt's Pizza. Hallo. 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 Nee, der hat gar nicht angekommen. Du kannst aber die Zunge rausstrecken. Mach mal. Vorsicht, langsam. Wer jetzt? Warum springst du mich jetzt an? Ich hab schon was. Du passt auch aufs Baby, ne? Berlius. Berlius und Baby. Oh. Vorsicht! Ui. Oh, Vorsicht, nicht hauen! Langsam! Ui. Oh Gott, dieser Kater macht so viel mit. Wer ist? Hallo! Nicht, nein, 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 nein. Oh, nicht hauen. Ja, Berius, wehrst du dich? Ha? Wehrst du dich? To yours in a warm car.